Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute feiern wir den vierten Fastensonntag. Und das Thema an diesem Tag lautet: Jesus ist das Licht der Welt. Das bedeutet: Mach mich sehend, Herr. Lass mich für das Leben dankbar sein. Lass mich nicht nur das Dunkel sehen. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Johannesevangelium, Kapitel 9, Vers 1 bis 41. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Weder noch, antwortete Jesus. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für die Menschen das Licht sein. Dann spuckte er auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf: Geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Siloa heißt übersetzt der Gesandte. Der Blinde ging hin, wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Seine Nachbarn und andere Leute, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten erstaunt: Ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Einige meinten, er ist es. Aber andere konnten es einfach nicht glauben und behaupteten: Das ist unmöglich, er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch, ich bin es, bestätigte der Mann selbst. Da fragten sie ihn: Wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst? Er berichtete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen. Dann schickte er mich zum Teich Siloa. Dort sollte ich den Brei abwaschen. Das habe ich getan und jetzt kann ich sehen. Wo ist denn dieser Jesus? Fragten sie weiter. Das weiß ich nicht, gab er ihnen zur Antwort. Sie brachten den von seiner Blindheit geheilten Mann zu den Pharisäern. Es war nämlich gerade Sabbat, als Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn: Wie kommt es, dass du jetzt sehen kannst? Der Mann erzählte: Jesus strich einen Brei auf meine Augen, ich habe mich dann gewaschen und nun kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten: Von Gott kann dieser Mann nicht kommen, denn er hält sich nicht an die Sabbatgebote. Andere aber wandten ein: Wie kann ein sündiger Mensch solche Wunder vollbringen? So gingen ihre Meinungen auseinander. Dann erkundigten sich die Pharisäer noch einmal bei dem Mann, der blind gewesen war. Durch ihn kannst du jetzt also sehen. Was meinst denn du, wer dieser Mann ist? Er ist ein von Gott gesandter Prophet, antwortete er.
Doch die Pharisäer wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen war. Sie ließen deshalb seine Eltern holen und verhörten sie. Ist das euer Sohn? Stimmt es, dass er von Geburt an blind war? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Die Eltern antworteten, ja, das ist unser Sohn und er war von Geburt an blind. Das wissen wir genau. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Wir haben auch keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Fragt ihn doch selbst, er ist alt genug und kann euch am besten selbst Auskunft geben. Diese ausweichende Antwort gaben die Eltern, weil sie vor den führenden Juden Angst hatten. Denn die hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Christus, dem von Gott gesandten Retter, bekannte. Nur deshalb hatten die Eltern gesagt, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Also verhörten die Pharisäer den Geheilten zum zweiten Mal. Sie beschworen ihn, bekenne dich zu Gott und sag die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Jesus ein sündiger Mensch ist. Ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht, antwortete der Mann. Ich weiß nur eins, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Aber was hat er denn gemacht? Wie hat er dich geheilt, versuchten sie erneut herauszubekommen. Verärgert erwiderte der Mann, das habe ich euch doch schon gesagt, habt ihr nicht zugehört? Warum soll ich alles noch einmal erzählen? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie zornig und schrien ihn an, du bist sein Jünger, wir sind Moses Jünger. Von Mose wissen wir, dass Gott zu ihm geredet hat, aber von diesem Menschen wissen wir noch nicht einmal, wo er herkommt. Das ist ja merkwürdig, entgegnete der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir wissen doch alle, dass Gott die Gebete der Sünder nicht erhört. Aber wer Gott ehrt und nach seinem Willen lebt, den erhört er. Noch nie seit Menschengedenken hat jemand einem von Geburt an Blinden das Augenlicht geschenkt. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, hätte er das doch gar nicht tun können. Da fuhren sie ihn an, du warst doch schon bei deiner Geburt ein Sünder und willst uns belehren? Dann schlossen sie ihn aus der jüdischen Gemeinschaft aus. Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der Synagoge ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, damit ich an ihn glauben kann, erwiderte der Geheilte. Du hast ihn schon gesehen, und in diesem Augenblick spricht er mit dir, gab sich Jesus zu erkennen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor Jesus nieder. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden. Die Blinden sollen sehen können, aber alle Sehenden sollen blind werden. Einige Pharisäer standen dabei und fragten ihn, soll das etwa heißen, dass wir auch blind sind? Jesus antwortete, wärt ihr tatsächlich blind, dann träfe euch keine Schuld. Aber ihr sagt ja, wir können sehen. Deshalb kann euch niemand eure Schuld abnehmen. Liebe Schwestern und liebe Brüder, unter den Fastensonntagen sticht der vierte heraus. Er trägt den lateinischen Namen Latare, freudig. Warum? Ganz einfach, weil die Mitte der Fastenzeit überschritten ist und Ostern näher kommt. Dieser Tag hat einen fröhlicheren und tröstlicheren Charakter als die vergangenen Fastensonntage und kündet von der Freude auf das kommende Fest. Freue dich, ruft uns der heutige Fastensonntag zu. Die Fastenzeit ist wie die Adventszeit, eine Zeit der Vorfreude. Wie viel Gottvertrauen braucht man, um wahrhaft sehen zu können? Heute, am vierten Fastensonntag, nehmen wir mit dem Evangelium das Sehen in den Blick. Das Licht der Welt lässt den von Geburt an Blinden sehend werden. Wie oft sind auch wir in unserem Leben blind für andere?
Wir sehen nur unsere eigenen Probleme, aber nehmen wir wahr, wenn es unserem Gegenüber schlecht geht? Sind etwa auch wir blind? Statt sich zu freuen, dass der blind geborene Mann endlich wieder sehen kann, ist unsere Überlegung oft: Hat er es überhaupt verdient? Nur weil Jesus uns begegnet, wenn wir die Sakramente empfangen, nur weil wir ihm nachfolgen, heißt das noch lange nicht, dass wir perfekt sehen und wir eine klare Vision für alles in unserem Leben und im Leben anderer haben. Die Geschichte von geheilten Blinden ist ein Beispiel dafür, dass wir stets im Glauben wachsen können. Wir alle haben tote Winkel in unserem Leben, egal wie gläubig wir sind. Wir werden das Handeln Gottes nie ganz verstehen. Wo Jesus ist, da hat das alte Vergeltungsschema von Schuld und Strafe ausgedient. Der Blinde war nicht blind, weil er weniger gläubig war als andere. Es war keine Strafe. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Dies ist ein sehr wichtiger Satz. Einen Gott, der belohnt und bestraft, den gibt es nicht. Gott lässt niemanden fallen, selbst wenn er tatsächlich in Schuld geraten ist. Um dies deutlich zu machen, handelt Jesus an diesem blinden Mann so, wie er auch an uns handelt. Er macht ihn wiedersehend. Gottes Gerechtigkeit ist keine vergeltende Gerechtigkeit, die auf Strafe aus wäre, sondern eine, die uns Raum lässt für Veränderungen. Wir dürfen uns verändern. Wir dürfen besser werden. Denn bei Gott ist nicht wichtig, was war, sondern was sein wird. Eine gute Schule ist für uns das Gebet Jesu, das Vaterunser, mit seiner zentralen Bitte, dein Wille geschehe. Es fällt leicht, solange alles glatt läuft, aber wie schwer ist es, wenn es nicht mein Wille ist? Mit Jesus haben wir ein Licht auf unserem Weg. Er vertreibt Ängste und macht die Dunkelheit hell. Er schenkt uns Orientierung. Ja, uns allen ist das Augenlicht geschenkt worden, so wie es auch den Blinden geschenkt worden ist. Werden wir sehend, Gott und unseren Mitmenschen gegenüber. Freut euch und nutzt euer Augenlicht, um das Gute und Schöne auf der Welt nicht zu übersehen. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Fritzchen kommt verärgert von der Schule heim und sagt: Der Lehrer weiß einfach nicht, was er will. Gestern sagte er noch, 15 plus 15 wäre 30. Und heute sagte er plötzlich, 10 plus 20 ist 30.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesem Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Fastenzeit, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!